Was man zahlt, liebe Freunde von Alpha Hunters, Alpha Shooters. Neben mir steht der Auserwählte. Guten Tag, Jens. Guten Tag, hallo. Und heute in diesem Video möchten wir euch mal einen ganz anderen Ablauf vom Präzisionsschießen zeigen. Und wir werden in diesem Video auch noch ein paar andere kleine Tipps geben, was das Thema Präzision betrifft. Aber da würde ich jetzt sagen, ich übergebe einfach mal an dich. Was werden wir heute in diesem Video sehen, Jens? Ja, wir versuchen mal ein paar Fragen zu beantworten, die wir auf Messen und bei Veranstaltungen halt häufig hören. Das heißt, es fängt an, ich habe eine neue Waffe gekauft, ich will auf den Schießstand natürlich so schnell wie möglich. Was muss ich tun und welche Fehler sollte ich vermeiden? Und dann haben wir noch ein paar Tipps rund um Thema Zielfernrohrmontage. Wie kann ich Zielfernrohre einstellen? Wie kann ich die testen? Und ich denke, das macht Spaß auf dem Schießstand und gibt dann auch im Revier die Sicherheit, eben mit dem Equipment toll zu jagen. Ja, um noch nicht zu viel vorwegzunehmen, es gibt eine kleine Premiere, weil du wirst heute mal das Schussbild, so nenne ich es jetzt einfach mal, ein bisschen anders schießen, probieren. Ja. Willst du dazu schon was sagen oder wollen wir die Spannung ein bisschen erhöhen? Ich denke, das wird jeder dann sehen. Also wir machen hier ein paar Sachen, die nicht ganz einfach sind, die schwierig sind, aber Spaß machen beim Nachmachen. Ne? Ja. Soll auch motivieren zum Nachmachen. Ja. Und wie gesagt, das bringt halt eben Sicherheit ins Equipment. Man vertraut dem Equipment, man weiß, was funktioniert und wie man Sachen auch vernünftig testet, weil wir wollen ja wissen, was das Equipment kann. Und wie das funktioniert, das zeigen wir heute. Okay, dann würde ich mal sagen, wir legen mal los. Erstmal zeige ich mal, wie eine Möglichkeit ist, einen guten Testaufbau zu finden, dass man wiederholbare, gute Ergebnisse hinbekommt. Zum ersten Mal brauche ich natürlich einen stabilen Tisch, wo ich bequem dran sitzen kann. Die Füße sollten auf dem Boden stehen. Angezogene Füße und so weiter bringen halt Unruhe in den Oberkörper. Das sollte ich halt vermeiden. Und wichtig ist, dass auch beide Ellenbogen auf den Tisch sind. Von der Schießposition sollte ich halt bequem hinter der Waffe liegen können, ohne mich verdrehen zu müssen. Und die Waffe soll ohne Muskelkraft ins Ziel zeigen. Das heißt, es sollte nicht so sein, dass ich mit Muskelkraft die Waffe dann auf den letzten Zentimetern ins Ziel drücken muss, sondern die Waffe sollte ohne meine Muskelkraft perfekt im Ziel liegen. Ja. Was ebenfalls wichtig ist, dass die Waffe, das ist meine Erfahrung, frei zurücklaufen kann. Es gibt viele verschiedene Schießauflagen, die man verwenden kann. Das ist jetzt eine, die hat den Vorteil, dass ich nicht jedes Mal die Sachen gegeneinander neu ausrichten muss. Wichtig ist für mich eben, wie gesagt, dass die Waffe im Schuss frei zurücklaufen kann und nicht hier gehalten wird, weil sonst addiere ich zum Waffengewicht das Gewicht der Auflage und es kann sein, dass ich Treffpunktlagenveränderungen habe im Revier, wenn es nicht mehr da ist. Wenn plötzlich nur noch ich hinter der Waffe sitze, statt ein 5 Kilo Schießbock, das kann durchaus sein, dass dann die Treffpunktlage verändert wird. Ja. Was ebenfalls wichtig ist, dass ich meine Position überprüfe. Und das mache ich in dem Fall, dass ich trocken abziehe. Das heißt, wenn ich Auflagenfehler, Schießfehler machen würde, sehe ich die im Schuss nicht. Wenn der Rückstoß kommt, verwischt das. Das heißt, ich sehe nicht, ob ich einen Abzugsfehler mache. Ich sehe nicht, ob die Waffe ruhig liegen bleibt. Das kann ich am besten trocken sehen. Das heißt, ich fahre die Scheibe nach vorne, richte die Waffe aus und ziehe ein paar Mal trocken ab. Erstmal gewöhne ich mich an den Abzug, aber zum Zweiten überprüfe ich auf meine Auflage, ob das alles passt. Das sind eigentlich schon die wichtigen Punkte. Viel mehr ist da gar nicht zu beachten. Wie gesagt, ich kann ja auch mit Sandsäcken arbeiten. Das ist alles kein Problem. Solange aus meiner Erfahrung diese beiden Sachen berücksichtigt sind, dass die Waffe ohne Muskelkraft im Ziel liegt und im Schuss nur durch meinen Körper gebremst wird, sehr ähnlich wie es im Revier oder auf dem Wettkampf sein würde, wenn ich die Waffe aus der Schulter schieße. Ja. Damit so ein Test Sinn macht, müssen wir natürlich eine gewisse Grundpräzision haben. Das heißt, man braucht eine Waffe, Optik, Munitionskombination, die halt auch Streukreise, wiederholbar konstante Streukreise schießt, um die, sag ich mal, 15 mm mindestens, damit man überhaupt diese Testergebnisse in dem Bezug auswerten kann. Was wir hier vorhaben, was wir hier testen wollen und zeigen wollen. Ich habe jetzt hier eine Savage 110 Tactical, das ist so eine Jagd-Match-Waffe, geht für beides, hat eine Aluminiumbettung, hat einen etwas schwereren Lauf, ist in breiteren Vorderschaft, eignet sich gut für die Auflage, ansonsten aber eine Serienwaffe, kostet 1199 Euro UVP, also
nichts super Teures, aber die Waffe hat eine gute Eigenpräzision. Und ich habe hier auch bewusst ein Jagdziefernrohr genommen. Das ist ein Leupold VX5 HD, 3-15x56. Einfach um zu zeigen, dass auch Jagdziefernrohre diese Anforderungen, die man eigentlich an Match-Ziefernrohre stellt, von guten Herstellern, dass sie das eben können. Ne? Ein teures Matchglas, ein riesiges, das wird jeder denken. Aber wir wollen das jetzt mal mit einem Jagdziefernrohr sehen, weil auch eben die auf der Jagd mit Ballistikturm und mit Windturm benutzt werden. Und dann müssen die das natürlich auch können. Und darum haben wir das so ausgesucht. Als Munition nehme ich ebenfalls eine Jagdmunition. Das ist die Hornady Precision Hunter. Das ist eine Jagdmunition, die ist halt dafür entwickelt, auf alle jagdpraktischen Entfernungen zu wirken, mit einer eben extrem hohen Präzision. Das heißt, es ist eigentlich Matchpräzision. Und das ist, was ich Referenzmunition nenne. Diese Munition hat sich über die Jahre in sehr, sehr vielen Waffen bewährt. Und dann kann man sowas auch immer nehmen. Ich empfehle auch immer, wenn man eine neue Waffe hat, ruhig eine Matchpatrone am Anfang mal zu schießen, dass man überhaupt weiß, was die Waffe so kann. Dass man Fehler bei der Montage oder so vielleicht vorher schon erkennen würde. Und dementsprechend dann nicht erst groß ein Fragezeichen an die getestete Jagdmunition stellen muss, sondern eine Matchpatrone ist meist die verzeihlicher. Die schießt aus mehreren Waffen, da muss nicht so viel passen, dass alles schießt. Das heißt, ich kann davon erstmal checken, wie gut ist meine Auflage, was kann meine Waffe überhaupt grundsätzlich, um dann, wenn das alles passt, dann eben die Jagdmunition zu testen. Okay. So, wir fangen an mit unserem Test. Wir haben jetzt hier eine vernünftige Schießposition. Ich werde die Scheibe nach vorne fahren, werde ein paar Trockenabschläge machen, um zu sehen, ob die Position stabil ist, ob das alles passt. Und dann werden wir ein Schussbild schießen, werden bestätigen, dass wir auf 100 Meter Fleck sind, was wir wollen. Und dann werden wir einen sogenannten Boxdrill schießen. Das heißt, wir werden das Zielfernrohr auf die verschiedenen Punkte verstellen. Das heißt, mein Haltepunkt bleibt immer dieser in der Mitte. Und ich werde sehen, wie präzise das Zielfernrohr, die Zielfernrohrverstellung diese Punkte ansteuern kann. Das ist ein sehr guter Test für ein Zielfernrohr, wie gut die Mechanik ist. Und gibt mir dann natürlich auch im Feld das nötige Sicherheit, wenn ich mit dem Ballistikturm arbeite, sei es für Entfernung, für Höhe oder auch für Wind. Ne, das sind halt, ich muss halt wissen, dass mein Zielfernrohr exakt die Verstellschritte vornimmt, die ich eingebe, ne, die ich verstelle am Verstellturm. Und das ist der sogenannte Boxdrill ist ein sehr guter Test dazu. So, was wir jetzt machen ist, nachdem wir festgestellt haben, dass die Waffe präzise in die Mitte schießt, zumindest auf das Schusspflaster, werden wir jetzt durch Klicken des Zielfernrohres versuchen, alle vier Schusspflaster in den Ecken zu treffen, während wir die ganze Zeit in die Mitte halten. Das heißt, unser Haltepunkt bleibt der gleiche. Die Treffpunktlage sollte idealerweise dann in den Pflastern außen sein. Sweet. So, wir sind jetzt im oberen rechten Pflaster und jetzt gehen wir 20 cm nach links. Das habe ich hier. Ich kann das machen, indem ich auf die Anzeige gucke oder ich fühle einfach die Klicks, die sind sehr taktil, die kann man sehr gut spüren. Kleiner Tipp ist, wenn man ein neues Zielfernrohr hat und man möchte das mit Ballistikturm verwenden und auch für die Seite, einfach die Türme mal links und rechts mehrmals bis zum Anschlag drehen, beide, den Höhen- und den Seitenverstellturm, damit sich alles setzt. Wenn das frisch von der Fabrik kommt, das ist alles frisch gefräst, die Teile sind sehr scharfkantig. Es ist eine gute Idee, das alles mal vernünftig durchzudrehen, damit sich das besser hinterher wiederholt. Ja, also. Da. Jo. Okay. Sick shit. Wirklich drücken. Ja.
Na holla die Waldfee, Herr Tigges. Das lässt sich sehen. Der links unten tut jetzt in dem Fall ein bisschen weh, weil alles andere so gut gepasst hat. Ich erkläre mal ganz kurz, was wir hier sehen. Das war der erste Schuss mit Schmauch drin, kalt mit der Waffe, so wie sie gelagert war, wie gesagt, absichtlich nicht rausgewischt. Dann haben wir diese vier Schuss gemacht. Das repräsentiert dann, was die Waffe eigentlich kann und was ich mit der Waffe kann vor allem. Dann haben wir die zwei Klicks hoch gemacht, liegen dann hier. Das war der eine Schuss. Dann haben wir hier hingeschossen, dahin, dorthin, hierhin. Und der rechts unten war dann der zweite zum Confirm, dass wir wieder da sind, wo wir angefangen haben. Und wie gesagt, wenn man das sieht, das zeigt eigentlich, wie genau das funktioniert. Kleiner Tipp zum Schussbilder auswerten. Ich werte Schussbilder immer vom Schussloch Mitte aus, damit ich auch verschiedene Kaliber vergleichen kann. Wenn ich jetzt außen messen würde, sind natürlich größere Kaliber benachteiligt. Und deshalb kleiner Trick, ich nehme mal einen Messschieber, gehe an ein einzelnes Schussloch, stelle das ein, nulle das, weil jedes Geschoss macht bei jeder Geschwindigkeit etwas anderes Loch und auch je nachdem, was für einen Untergrund ich habe. Und wenn ich jetzt hier an eine Schussgruppe gehe, dann sehe ich halt, wie groß die ist. Ich hatte vorhin 15 mm geschätzt, das ist erschreckend genau. Das ist das, was die Waffe kann mit der Patronenkombination. Und das ist auch dann eben der maximale Fehler, wenn ich so will, was wir hier sehen. Wie gesagt, wenn das hier unsere 100 Meter Fleckschussgeschichte ist, dann habe ich hier die maximalen Abweichungen immer von der unteren Seite bis dahin und dann bin ich eigentlich immer auch deutlich unter den 15 mm, was die Waffe kann, wenn ich das hier sehe. Das heißt, ich bin hier immer deutlich, deutlich drunter. Wir haben ja gerade kurz darüber gesprochen, was man tun sollte, wenn die Waffe neu ist, bevor man das erste Mal auf den Schießstand geht. Das eine ist halt die gründliche Reinigung des Laufes, um da einen gewissen Standard herzustellen, einen wiederholgenauen Punkt. Das andere ist das Festziehen der Systemschrauben. Diese verbinden halt Schaft mit dem System. Jeder Hersteller hat andere Werte, er fragt die bitte. Wichtig ist auch, die Schlüssel richtig zu wählen, dass sie passen. Und hier haben wir zum Beispiel einen Schlüssel, der ist sogar geeicht. Das ist der beim M24 Scharfschützengewehr der US-Armee im Lieferumfang ist, weil die das eben auch sehen, wenn die Ziefenrohr montieren und auch die Systemschrauben mit dem gleichen Drehmoment arbeiten. Das ist wichtig. So ein verstellbarer Schlüssel wie hier von Viva tut es aber genauso. Die sind meist in Inch Pound angegeben. Das ist die amerikanische Maßeinheit. Deutschland ist es Newtonmeter. Das kann ich mit einer App, mit einer kostenlosen App ganz einfach umrechnen. Dann weiß ich, was es ist. Brauche ich mir noch einmal zu merken. Wichtig ist, dass man sich daran hält, was der Hersteller sagt und dann eben regelmäßig kontrolliert, dass die Systemschrauben halt ausreichend fest angezogen sind. So, als nächstes machen wir jetzt den Test, wie wiederholgenau die Montage ist. Ich bin zwar grundsätzlich ein Freund davon, die Ziefernrohre, wenn es geht, auf den Waffen zu lassen, also zum Reinigen oder so, muss man die nicht unbedingt runternehmen. Ich weiß, dass viele, die zerlegbare Waffen haben, das sehr, sehr gerne tun. Es ist und bleibt, egal wie gut der Hersteller und die Waffe ist, eine Fehlerquelle. Und wenn ich damit jagen möchte, das heißt auch wild schieße, fühle ich mich halt sicherer, wenn das nicht auseinandergenommen worden ist. Auch wenn das, wie gesagt, sehr wiederholgenau ist. Trotzdem ist es interessant, mal verschiedene Systeme zu sehen, was es für Montagen gibt, welche Vor- und Nachteile die vielleicht haben und wie die zu handhaben sind, wie ich in der Praxis damit zu guten Ergebnissen komme. Eine Sache noch zur Beurteilung von den Schussgruppen ist die genaue Beobachtung. Das heißt, ich versuche immer bei den Schussgruppen genau zu sehen, vor allem wo der erste Schuss ist. Weil es gibt immer mal wieder Ausreißer in Schussgruppen und wenn ich die nicht als Schütze bemerke, dass ich vielleicht der Anschlag, der Abzugsvorgang nicht perfekt war, dann möchte ich ja möglichst eingrenzen, woran lag dieser Ausreißer. Ist zum Beispiel die Waffe länger nicht geschossen worden und der erste Schuss sitzt nur woanders und der Rest gruppiert sich dann, dann ist es ja nicht unbedingt das, was jetzt die Munition, die Waffe maximal kann, sondern das ist wieder die eine Besonderheit gewesen. Oder wenn ich Munition wechsle oder wenn die Waffe einen anderen Wärmezustand hat, wenn sie nicht abgekühlt ist. Nach einer Fünfergruppe dauert es bis zu 15 Minuten, je nach Außentemperatur und Waffe, bis die Waffe wieder auf die ursprüngliche Temperatur zurück ist und das kann dann durchaus einen Einfluss haben. Ich kann natürlich schon die Waffe warm schießen, sollte ich auch, um zu wissen, was sie tut im Extremfall, aber
ich will halt wissen, ob das der Einfluss war. Und deshalb ist ein Spektiv oder ein großes Zielfernrohr mit einer großen Vergrößerung wichtig. Und dass ich wirklich beobachte und auch vielleicht aufschreibe, was da passiert, um gegebenenfalls einen Ausreißer zuordnen zu können. Ich habe auch schon mal 2 cm oder das war 3 cm mit einem Revolver an einer Fernsehkamera vorbeigeschossen. Stern TV. Der Kameramann war leicht nervös. 250.000. Sony Profigerät, ne, so ein Riesending. Und er wollte auch diesen Geschoss fliegen sehen in die Scheibe. Und dann haben wir das so an die Scheibe gemacht, dass die Scheibe auf der einen Seite zu sehen war und wie das Geschoss so ankommt und das Papier kaputt macht. Und gesagt, ja, dann stell die Kamera doch so nah, wie du brauchst. Jens, war das jetzt der Redaktionsvorschlag für Herrn Schönfeld? Ja, genau. Guck mal, Dirk, was wir so machen hier. So, jetzt gucken wir, dass wir da wieder in die Mitte schießen. Das sieht gut aus. Aus Versehen das Pflaster getroffen. Schon wieder. Und schon wieder. Gut? Ziemlich gut. Okay. Fast erschreckend gut. Echt? Ist gar nicht so gut, doch muss er wieder wiederholen jetzt. Das wird ja richtig schwierig. Soll ich mal. Er ist gut verteilt im Schlusspflaster. Ja? So, was wir jetzt machen ist, wir nehmen das Glas einmal runter. Wir haben hier eine Picatinny-Schiene, eine Aluminiumschiene, die ist auf dem System verschraubt. Und wir haben hier Aluminiumringe, die sind mit einem Torx-Kopf versehen. Ich habe den passenden Torx-Schlüssel, mache das jetzt runter und setze es dann wieder auf und gucke, wie wiederholgenau die Montage ist. Beim Runternehmen kann eigentlich nicht viel schief gehen. Da ist eigentlich alles in Ordnung. Beim Wiederaufsetzen kann man schon Fehler machen. Wie gesagt, das ist ja auch ein Grund, warum wir das hier tun, um mal so zeigen, wie das funktioniert. Hier sieht man mal die Picatinny-Schiene. Picatinny heißt, nicht nur das Außenmaß und die Nutenbreite ist definiert, sondern sogar der Abstand der Nuten zueinander. Es gibt auch das, wo das variabler ist, wo die Nuten vielleicht auch kleiner sind. Das ist eine sogenannte Weaver-Schiene. Basiert beides auf dem gleichen System und im Durchmesser sind die auch gleich im Profil. Aber die Größe und Position der Nuten zueinander ist nur bei Picatinny genormt. Der Vorteil ist, wenn ich verschiedene Gläser habe, kann ich die halt immer wieder hier draufsetzen. Und bei dieser Montage, vor allem bei den Einteiligen, bin ich total flexibel, was die Position des Zielfernrohrs angeht. Auch Wechsel von Rotpunktvisierung für die Drückjagd zum Zielfernrohr. Das geht alles mit der Picatinny-Schiene sehr variabel und ist auch relativ kostengünstig. Wenn wir das Glas auf eine Picatinny-Schiene wieder aufsetzen, sehen wir, dass hier ein leichtes Spiel ist in der Nut. Das ist okay, das ist auch so gewollt. Und während ich das Glas wieder festziehe, muss ich halt nur sicherstellen, dass es in der völligen vorderen Position ist, weil das ist das, wo das durch den Rückstoß eh hin möchte. Und ich drehe halt beide Schrauben erstmal handwarm an, während ich das ganze Zeit das nach vorne drücke. Und wenn ich den ersten Widerstand spüre, dann erst bei beiden Ringen wende ich den Drehmoment an und dann ist es wieder fest. Very sweet. Gut, dass der jetzt ein bisschen weg war, sonst sieht so komisch aus. Ich hole die Scheibe ran. Dann würde ich mal sagen, legen Sie mal los. Ich bin aber gespannt. Sagt aber gleich nochmal, was da auch ein Problem ist. Ja. Dieser Test auf Ort, ein Fehler. Das Bild. Oh, das ist nicht so richtig scheiße. Ne? Oha. Oh yeah. Jo, alles klar, kann man lassen. Ja. Es sieht aus wie so ein Wurm. Ja, das war der letzte. Okay. Das waren die ersten, ja. Das waren die zweiten. Das kann ich jetzt nochmal sagen, das sieht man ja auf dem Film auch. Ne? Ja. Auf dem Video habt ihr ja gesehen, wie die entstanden sind. Das waren die ersten Schüsse, waren die hier. Und die zweite Gruppe war die. Das heißt, da ist eine Abweichung von Schussgruppe zu Schussgruppe, Zentrum, ein Zentimeter. Das ist auch das, was der Hersteller sagt, was man erwarten kann. Wie gesagt, mit der Schusspräzision der Waffe, die 15 mm, die wir da grob immer als Grundsätze zu sagen haben,
und muss sagen, das ist wirklich gut und das kann man auch für auch schon fast für 100 Meter Wettkampf kann man das benutzen. Noch ein wichtiger Punkt zum Testaufbau für solche Tests ist, dass das Ziel, worauf man schießt, natürlich immer zum Zielfernrohr und vor allem zum Absehen passt. Hier ist ein feines Fadenkreuz drin, das ist das FireDot 4 Fine von Leupold. Damit kann ich auf 100 Meter dieses Viereck perfekt vierteln. Ich mag rechteckige Ziele sehr gerne, weil ich damit auch Verkantungsfehler sehe. Das heißt, meine Verkantung, die ja durchaus passieren kann hier, würde ich sehen. Bei runden Zielen fällt das nicht so schnell auf. Eine Sache, die hier suboptimal ist, das lag aber an dem gewählten Testaufbau, ist, dass ich mir praktisch meinen Haltepunkt zerschossen habe. Das heißt, mit jedem Treffer, den ich oben in das Quadrat geschossen habe, fällt es schwerer, diesen zu vierteln, dieses Quadrat. Und darum war das nicht optimal. Wenn man es richtig machen würde, würde man hier über das Quadrat schießen, sodass der Haltepunkt immer erhalten bleibt. Bei der Montage des Zielfernrohrs sind zwei, drei ganz gute Tipps. Zum einen ist es so, wenn ich das im Sommer montiere, mache ich das nicht in der hintersten Position auf der Picatinny-Schiene, sondern eine weiter vor, sodass, wenn ich im Winter dickere Kleidung trage, kann ich das einfach eine nur nach hinten setzen. Ich muss zwar dann immer noch Kontrollschuss machen und vielleicht ein paar Klicks in der Höhe korrigieren, aber das ist eine relativ einfache Art, wie ich die Picatinny-Schiene auch dafür nutzen kann. Wir haben jetzt hier die Ringe positioniert, haben sie handwarm angezogen mit unseren Hebeln, haben die mit den zwei Imbusschlüsseln die Ringe aufgespreizt, über das Glas gepackt, haben die Schrauben handwarm angezogen, dass ich immer noch montieren kann. Jetzt kommt der wichtige Punkt, wie positioniere ich das Glas richtig zum Schützen? Da denke ich, wird immer noch relativ viel falsch gemacht. Das erste ist, ich drehe das Glas in die höchste Vergrößerungsposition. Dann trage ich die Kleidung, die dickste Kleidung, die ich potenziell mit diesem Glas auf der Jagd zu der Jahreszeit verwenden möchte. Gehe in Anschlag im Sitzen, weil das ist die Position, wo ich die weiteste Entfernung zum Zielfernrohr habe. Und dann bewege ich das Glas so weit nach vorne, dass ich noch das volle Gesichtsfeld habe, also dass ich das gesamte Zielbild ruhig und entspannt sehen kann. Was das macht, ist nämlich die, ich habe hinter jedem Zielfernrohr die sogenannte Eyebox. Das ist der dreidimensionale Raum, den mein Auge einnehmen muss, um das volle Gesichtsfeld zu haben. Wenn ich das jetzt so, wie ich gerade gesagt habe, einstelle, passiert Folgendes. Das heißt, in der weitesten Position vom Glas entfernt bin ich am Ende dieser Box. Das heißt, schieße ich jetzt liegend oder stehend oder vom Schießstock, gehe ich weiter ran und bleibe aber in der Eyebox. Wenn ich jetzt in der Position schon weiter raus wäre, laufe ich Gefahr, dass ich bei anderen Schießepositionen, wo ich näher am Zielfernrohr bin, aus dieser Eyebox rauskomme. Das heißt, das ist der Weg, wie man eigentlich das meiste aus dem Glas rausholt. Und ich sehe sehr, sehr viele Zielfernrohre, die einfach falsch montiert sind, weil einfach ein Standardmaß genommen wird, das zwar in der normalen Schießposition funktioniert, aber sobald ich von dieser abweiche, habe ich halt ein weniger perfektes Bild. Ne? Und das ist eigentlich der vernünftige Weg, wie es gemacht wird. So, wenn wir jetzt die hintere Position für unser Zielfernrohr gefunden haben, gilt es noch, das Zielfernrohr in der Waage auszurichten. Da gibt es eine Menge Hilfsmittel. Ich persönlich mache es eigentlich auf dem Schießstand am liebsten, weil sagt mit den Picatinny-Montagen oder Viva-Montagen ist es sehr, sehr einfach, indem ich mich dahinter setze, einfach mir hier eine gerade Position suche, nach vorne gehe und eine Linie suche, woran ich dann das Absehen ausrichten kann. Wenn ich die Position gefunden habe, gehe ich halt her, arbeite wieder mit Drehmoment. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel einen Drehmomentschlüssel von der Firma Fixit, das ist ein anderer Hersteller. Da habe ich den Drehmomentgeber hier. Wir nehmen hier 25 Inch-Pounds oder 2,5 Newtonmeter. Und wichtig ist, dass ich hier die Ringe bei gleichbleibendem Spalt an den Ringen so anziehe, über Kreuz, dass ich den Druck schrittweise erhöhe, sodass das immer ausgewogen bleibt. Das heißt, dass der Druck am Ende vom Ring gleichmäßig entsteht und dadurch arbeite ich halt mich kreuzweise vor. Achte immer darauf, dass der Spalt vom Ring gleichmäßig bleibt. Erst handwarm, bis ich merke, dass ein leichter Widerstand ist und dann gehe ich so in
Viertelumdrehungsschritten vor. Der Spiegeltrick. So, was wir hier sehen, ist ein Spiegel, ein echter Glasspiegel. Das heißt, das ist nicht diese Kunststoffspiegel wie aus dem Kosmetikbereich, sondern es ist ein echter Glasspiegel. Was dieser Spiegel machen kann, ist wirklich sehr interessant. Und zwar, wenn ich das Glas jetzt hier mit dem Objektiv draufstelle und von hinten reinschaue, sehe ich zwei Absehen. Einmal das physikalische aus dem Glas und einmal ein Spiegelbild davon. Und diese sind normalerweise nicht übereinander. Was ich jetzt hier machen kann, ist, ich kann diese beiden Absehen übereinander bringen und damit das Glas optisch zentrieren. Was es mir zeigt, und das ist auch für Händler interessant, ob die Montage gerade auf der Waffe ist. Das heißt, wenn ich ein Glas hier optisch zentriere, auf die Waffe packe und komme nicht auf die Scheibe, weiß ich, dass der Fehler nicht am Zielfernrohr liegt, sondern an der Montage. Umgekehrt auch, wenn ein Kunde reklamiert, dass er mit dem Verstellumfang in der Höhe oder Seite nicht ausreicht und man stellt es auf so einen Spiegel und stellt fest, dass die beiden Spiegelbilder, die beiden Absehen, halt sehr weit auseinander liegen in eine Richtung, dann deutet das darauf hin, dass Ringe oder Montage halt nicht vernünftig zum Waffe passen oder nicht vernünftig auf der Waffe sind. Damit kann ich schon einen Großteil der Reklamationen im Vorfeld in die richtige Richtung lenken, dass ich mich um die richtigen Dinge kümmere und nicht irrsinnigerweise das Zielfernrohr zum Hersteller einschicke, der dann feststellt, alles ist in Ordnung, um dann erst zu dem echten Problem zu kommen. Jens, eine andere Sache ist, du musst Zielfernrohr und Montage heute nicht mehr kleben, ne? Nein, das ist, wie gesagt, ich bin immer wieder erschrocken, dass man es immer wieder noch sieht. Völlig überflüssig, auch irgendwelche Gummiteile dazwischen zu legen. Qualitativ hochwertige Montagen wie diese hier von Leupold, die sind gesenkgeschmiedet, Stahl in dem Falle und CNC gefräst. Die sind so präzise, dass man nicht mehr kleben muss. Das heißt, die sind wirklich rückstoßfest. Und speziell mit dem Drehmoment bin ich sicher, dass das Glas perfekt sicher sitzt, aber auch keine Beschädigung am Glas passieren. Darum auch das Drehmoment, nicht nur um eine gute Wiederholgenauigkeit zu haben, sondern auch um sicherzustellen, dass ich nicht überdrehe. Weil mehr ist nicht immer besser. Und in dem Fall wäre das dann auch wirklich zu viel. Aber kleben braucht man hier bitte wirklich bei den Montagen nicht mehr. Okay. Hier sehen wir diese Quick-Release-Viva-Ringe, QRW2 von Leupold. Hier habe ich halt einen Hebel dran, dass ich das Glas auch im Feld, wenn ich es möchte, werkzeuglos abnehmen kann und wieder aufsetzen kann. Und wir gucken uns mal an, wie Wiederholgenauigkeit sowas ist. Hier sieht man die Hebel der QRW2-Ringe. Diese kann man in eine bequeme Position bringen, dass man beim Festziehen genug Druck entwickeln kann, dass man den Ring festzieht und dann wieder zurück in eine Position bringt, das beim Tragen der Waffe nicht stört. So, nachdem das Glas montiert ist, der nächste Schritt, das Vorausrichten des Zielfernrohres. Das machen wir durch den Lauf. Und um das möglichst genau zu machen, eignet sich ein großes, rundes, schwarzes Ziel, das ich dann durch den Lauf wie in Deopter praktisch beobachten kann und kann das Fadenkreuz dann darauf ausrichten. Ich fahre die Scheibe jetzt nach vorne. So, die Scheibe ist jetzt vorne. Ich richte die Waffe so aus, dass das runde schwarze Ziel zentrisch in meinem Lauf liegt. Habe das Glas auf die niedrigste Vergrößerung runtergedreht und schaue dann durchs Glas und sehe, wo ich auf der Scheibe bin. Ich sehe, ich bin in der Höhe schon ziemlich gut und jetzt drehe ich das halt rüber, bis es genau in der Mitte vom Schwarzen ist. Kontrolliere das nochmal, ob die Waffenposition sich nicht verändert hat. Und wenn ich jetzt schieße, kann ich mir, wenn ich das ordentlich gemacht habe, sicher sein, dass ich auf ungefähr einem DIN A4 Blatt auf der Scheibe bin. Whenever you are ready. Rechts 8 angekratzt, etwas tief. So, machen wir jetzt ganz einfach. Ja. Zeig mal bitte auf der Scheibe, wo der Schuss ist. Das heißt, wir müssen, wenn ich es richtig sehe, 7 cm rüber, 7 cm nach links. Ja. Ist das überhaupt Zentimeter Verstellung? Kannst du das sehen? Ist das Zentimeter oder Mohr? Das ist eine gute Frage. Mohr steht da drauf. Mohr, okay, ja. Dann ist es, hier noch mal mit 10 Klicks. Das sind also 10 rüber und hier sind wir, wenn wir Fleck schießen wollen,
40 durch 7. Ich kann das ja nochmal zeigen. Also der Schuss saß, ich habe auch noch die andere Aufnahme, der Schuss saß hier. Genau. Wir messen das, was wir jetzt machen, ist, wir messen das tatsächlich mit dem Zollstock aus, um möglichst schnell genau in den Bereich zu kommen. Und das haben wir 8 Klicks hoch. Und dann machen wir noch Kontrollschuss und gucken, wo das. Okay. Passt. Mal gucken, ob Herr Tickes schießen kann. Jo. So, das hatten wir schon heute. Ja, aber ich sehe schon ein bisschen Mirage heute jetzt gerade. Ja, sehe ich auch hier durchs Glas. Ja. Jawoll! Na, also, Herr Tickes, Mensch! Also, close to perfection. Mein Gut, jetzt war das Glas schon einmal runter. Ja. Den Fehler haben wir jetzt noch mit drin. Ich sag mal so, für die Praxis gar nicht mal so verkehrt, weil dann sehen natürlich unsere User mal, wo eigentlich Fehlerpotenzial liegt. Ne? Ja. Das Dokumentieren und das Analysieren hinterher, wirklich genau zu überlegen, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, diese Rückschlüsse, das ist eigentlich die Essenz. Dadurch lernst du das eigentlich. Ja. Jetzt sind wir ja hier in Europa mehr oder weniger auf, ich sag mal so, auf ich mach mal den Lüfter aus hier. Wo mache ich den aus? Der hat jetzt genug gekühlt. Wir sind ja mehr oder weniger auf Meeresspiegelhöhe. Wenn wir jetzt zum Beispiel sind wir auf 300 Meter. Ja gut, aber sei es geschenkt, 300 Meter. Mhm. Aber in Namibia letztes Jahr, da hieß es auch immer, da bist du ja mehr oder weniger die ganze Zeit auf dem Hochplateau, 1700 Meter Höhe, 1700 Meter. Mhm. Hat die Höhe auch noch was für Auswirkungen? Absolut, absolut. Es verändert vor allem, wenn ich weiterschießen will, ändert die Flugbahn. Die dünnere Luft hat weniger Widerstand, das heißt, mein Geschoss, die Schallmauer ist niedriger. Ja. Das heißt, es ändert sich alles. Also die Flugbahn, die ich auf 1700 Meter habe, die habe ich nicht auf Null. Da wird ein signifikanter Unterschied. Seriöses Long-Range-Schießen beinhaltet auch immer die, nennen wir das mal Wetter- und Geodaten. Das heißt, ich habe normalerweise mein Messgerät, sowas wie ein Kestrel oder so bei mir, wo ich dann in meine Ballistik diese Daten halt mit einfließen lasse, weil das ist total entscheidend. Also gutes Schießen ist Kunst, wa? Kann man das so sagen? Nee, ist Wissenschaft. Wissenschaft ist noch besser. Ja. Windlesen ist Kunst. Windlesen ist Kunst und... Die Amerikaner sagen, Elevation is Science, Wind is Voodoo. Okay, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dem dann so ist, dann lasst ein Like da. Abonniert unseren Kanal, Alpha Hunters, Alpha Shooters, auch international. Und mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, danke lieber Jens, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses wirklich sehr, sehr interessante Video. Und ich hoffe, wir sehen uns dann demnächst irgendwo. Genau. Bis dann. Bad Bantal, Batze und Jens.